Es ist so hell draußen, obwohl es Nacht ist. Du dummer Ochse, das ist der Stern, der da leuchtet. Ich bin kein dummer Ochse, da passiert doch was. Ich spür's genau in meinen Hörnern. Ia, was soll denn da schon passieren? Aber früher waren die Nächte stockfinster, wenn ich grad Vollmond war. Was ist das für ein helles Licht? Den Stern kenn ich von früher nicht. Er funkelt wie ein Diamant. Und doch ist er ganz unbekannt. Was soll das bedeuten in stiller Nacht? Was ist das für eine leuchtende Pracht? Hier wird die Nacht zum Tage gemacht. Es ist grad, als ob er über uns wacht. Als ob er über uns wacht. Oh, wir bekommen Besuch. Der Hirtenhund ist da. Hey Kalidus, du kommst doch immer weit rum und erlebst viel. Was ist da draußen los? Keiner kann so recht schlafen bei diesem Licht. Meine Schafe sind auch schon wie verrückt. Weißt du, warum der Stern da so hell leuchtet? Nein, aber wir können ihn ja mal fragen. Haha, den Stern fragen? Ja. Mein Opa war ein richtiger Wolf. Er konnte mit Mond und Sternen sprechen. Er hat es mir beigebracht. Ich probier's mal. Au! Kommt, ihr müsst mir helfen. Ich soll heulen wie ein Wolf? Wer bin ich denn? Also ich find's spannend. Mir wird schon ganz kribbelig in meinen Hörnern. Uhu! Hier soll der Heiland geboren werden? Siehst du? Ich hab doch gesagt, da passiert was. Ich spür's genau in meinen Hörnern. Ach du mit deinen Hörnern. Ich muss los. Meine Schafe sind wie verrückt heute. Und wenn mir eins abhaut, bekomme ich Ärger. Ob der Heiland womöglich in unserem Stall geboren wird? Quatsch. Du dummer Ochse, siehst du hier irgendwelche Menschen? Nein, ich dachte nur, weil es mich gerade so gejuckt hat in meinen Hörnern. Hallo, ist da wer? Wer bist du denn? Ich bin Flocke, das Schaf. Ich habe meine Herde verloren. Hat der Kalidus mal wieder nicht richtig aufgepasst? Da war plötzlich so ein helles Licht. Da wollte ich nachgucken. Und ich habe Menschen gesehen, mit Flügeln. Du dummes Schaf, das sind Engel. Das weiß doch jeder. Engel? Was machen die denn hier? Es passiert was. Ich spür's in deinen Hörnern. Ja, ja.
Hey Ochs. Hey Esel, ihr bekommt gleich Besuch. Nein, danke. Wir haben schon genug Besuch bekommen in dieser Nacht. Wer kommt denn, Fidus? Zwei Menschen. Das heißt, eigentlich drei. Was denn nun? Sind es zwei oder drei Menschen? Na ja, ein Mann und eine Frau. Und die Frau ist schwanger. Was wollen die denn hier? Mein Herr hatte keinen Platz mehr in seiner Herberge und hat gesagt, sie könnten hier im Stall übernachten. Da dachte ich mir, ich sag euch mal Bescheid. Das ist nett von dir, Fidus. Ich spür's in meinen Hörnern. Da passiert noch was. Los, helft mit. Wir machen den Stall sauber. Warum? Wir bekommen Besuch. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Saustall hier? Wir räumen auf, was machen wir? Ich helfe dir und du hilfst mir. Die Krippe ist noch voller Dreck. Der ganze Dreck, der muss jetzt weg. Wir räumen auf. Jetzt brauchen wir noch frische Struck. Indulzium, die Luft, puff, puff. Das sieht ja schon viel netter aus. Ja, bald ist unser kleines Haus ganz bereit. Willkommen hier in unserem Stall. Wir sind so weit. Da kommen sie. Ich flitze mal wieder nach Hause. Bei uns am Ofen ist es wärmer als bei euch hier. Brrr. Ich gehe auch mal wieder meine Herde suchen. Werde ihnen erzählen, was hier los ist. Ich glaube, sie hat sich erschreckt, weil du so dumm geguckt hast, Ochs. Was soll das denn jetzt schon wieder? Vielleicht hast du sie auch erschreckt, du dummer Esel. Ich glaube, denen ist kalt. Komm, wir wärmen sie mal. Hey, Flöcke, husch, husch, zurück zur Herde. Wo warst du die ganze Zeit? Ich war im Stall, bei Ochs und Esel. Da war ich heute auch schon. Sie haben Besuch bekommen von einem Mann und einer Frau. Und die Frau war schwanger. Echt? Vielleicht ist das die Frau, die den Heiland gebären soll. Den Königssohn, von dem der Stern erzählt hat. Was hat dir der Stern erzählt? Meinst du den Stern, der seit 2 Tagen so erleuchtet? Den habe ich auch gesehen, ganz hell. Welcher Königssohn? Ich muss auch mal abhauen, dann erlebt man was. Ich auch. Nimmst du mich mit? Lasst Flocke doch mal ausreden. Ich habe Menschen gesehen, mit Flügel. Engel nennt man die. Wo hast du Engel gesehen? Ruhe. Ruhe! Mäh. Da sind sie, die Engel. Hilfe, warum ist es so hell? Wer ist das? Seht ihr diese Wesen mit den Flügeln? Ob das Engel sind? Na, haben es die Menschen auch endlich begriffen? Natürlich sind das Engel. Was denn sonst? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Auf zum Stall, auf zum Stall, wirft der Botschaft.
Oh, ist das ein süßes Baby. Ein kleiner Junge. Das sehe ich auch. Hast du die Engel singen hören heute Nacht? Da passiert noch mehr. Ich spüre es. Ich spüre es auch in meinen langen Ohren. Wie es uns der Stern gesagt hat, das ist der Heiland. Und er wurde in unserem Stall geboren. Was spürst du in deinen Hörnern, Ox? Freude, große Freude. Ich spür es auch, große Freude. Ich spür es in meinen langen Ohren. Und ich glaube, du bist gar kein so dummer Ochse.